Und damit ein Hallo und herzliches Willkommen zum nächsten Part von Monster Hunter World, der Beta. Wir spielen gegen Nergigante und wir sind einmal der Zombie. Hallo. Und der Hyuga. Moinsen. Und das ist ja bekannterweise so das allerkrasseste Monster in der Beta, glaube ich, oder? Ja. Ist geil. Ist auch keine kluge Entscheidung, den zu dritt anzugehen, aber wir machen es einfach. So, ich weiß, dass der vom Element Drachen ist, deswegen ist halt Drachenschutz irgendwie praktisch, hoffe ich. Gibt's Rüstung mit Drachenschutz in der Beta? Ja. Ja. Ah, ja. Und zwar ist das die Federrüstung. Das ist zumindest so ein Mix aus Feder und Jagras. Genau, weil Jagras hat auch, also teilweise Feder, teilweise Jagras. Also Kopffeder und ansonsten ist das alles... Jagras, ne? Merke ich auch gerade. Ja. Auch nicht so viel Drachenschutz, aber naja, wenigstens ein bisschen was. Besser als nix. Ich glaube, der Rest passt soweit. Ich kann vielleicht meinem Palico nochmal irgendwie was geben, was hilft. Ja, gute Idee. Okay, den haben wir eh nicht dabei. Ha. Stimmt. Erik, die Katze. Ah, gibt's doch nicht. Okay, dann bin ich bereit. Los geht's. Oh, ich bin so aufgeregt. Ja, hat Gigante. Hat fast gekriegt, aber dann war er in seiner letzten Phase und rastet einfach komplett aus. Und, Wobei, dass ich hätte ihn fast gehabt, ist ungefähr so wie das Schade vom Döler. So eigentlich totales Trademark für das Spiel, denn man weiß es ja nicht. Man weiß nicht, ob der am Ende noch drei verschiedene ich humpel schon und sabbere nur noch Phasen gehabt hätte. Das gefällt mir nicht. Ich hatte zumindest in meinem Gefühl, dass wir sehr gut dabei waren, von daher. Ich will jetzt auch was essen. Langsam und vorsichtig. So, mit Geld bezahlen. Oh. Ich weiß, du schaffst das. Ah ja, Angriff hoch, Verteidigung hoch. Sehr schön. So, und jeder von uns hat ja Harthülsenpulver und Dämonenpulver. Das zählt immer für die ganze Gruppe, wenn man es einsetzt. Ah, okay. Also werde ich es zuerst einsetzen. Okay. Aber dass man in dieser Beta essen kann, ist immer neu, ne? Weil in den letzten Beta konnte man ja noch nicht essen. Da hieß es immer... Doch. Man konnte immer essen. Ich habe das doch einmal probiert, da hieß es, ging nicht. WTF. Okay, na gut, dann. Und da schaukelt er schon rum. Er putzt sich gerade. Ja. Ich kann uns nochmal erwähnen, dass die Animationen in diesem Spiel einfach übelst krass sind, so. Aber definitiv, wir haben ja vorhin gegen den Barot gekämpft, also vor ein paar Tagen für euch, für uns war es vorhin. Und da ist, wenn dann der Yuriatodus mit dazukommt und den dann erstmal so umschlingt, das ist so richtig badass. Ich habe einfach nie gegessen in der Beta, weil ich immer dachte, das geht nicht. Man hat ja schon maximale Werte. So, hallo. Wieder was dazugelernt. Der Hammer ist eine mächtige Nahkampfwaffe. Volle, aufgeladene Angriffe direkt in eine Monsterfresse. Ich finde ihn am Anfang immer ein bisschen einfacher als in Rathalos, weil er nicht gleich so in die Luft geht. Aber der hat halt, durch seine Stacheln macht er halt richtig böse Schaden. Ja, ich habe ihn erstmal ein bisschen gelähmt. Und natürlich die 15 Minuten sind dann natürlich auch eine Sache für sich. Ja, die Zeit ist das größte Problem. Und man hat hier auch weniger Versuche, ich glaube nur 5. Ja, 5? Ja, oder? Versuche, ja, 5, ja. Genau. Bitte roll dich nicht die ganze Zeit auf mich drauf, das wäre super süß von dir. Wow. Dass ich das überlebt habe. Kannst du aufhören, mich zu hauen mit deinem Krallen? Danke. Sehr schön, dass ich noch seinen Schwanz getroffen habe, obwohl ich dran vorbeigeschlagen habe. Ich habe voll auf den Fuß gehauen. Habe ihn gemountet. Sehr nice. Rennt er aber gerne immer mit den Spielern ein bisschen wandern. Ich sehe das schon. Der macht es nicht da dem Felsen hoch, oder? Nee, der wollte mich gegen den Felsen rammen, damit ich runterfalle. Ach, so ein Fiesling, ey. Und er fällt um. Sehr gut. Ich kämpfe gerade das erste Mal mit dem Hammer, muss ich sagen.
Und es klappt überraschend gut. Zumindest mache ich Schaden. Und hau ihm voll auf den Fuß. Ah, verdammt. Boah, schön ins Gesicht gehauen. Aber der Hammer ist auch extrem praktisch, weil der Lärmelement hier hat in der Beta. Ich weiß gar nicht, ob man den normal lähmen kann. Schockfallen funktionieren bei dem auf jeden Fall nicht. Ja, weil er so ein Drachenältester ist. Ja, genau. Ist eigentlich Rathalos auch ein Drachenältester? Nee. Armer Ratti. Okay, man kann aber ihn lernen. Der Entwickler-Favorite, von daher ist das okay. Hier kommt ja in jedem Teil einfach vor. Ja. Und ich muss ja sagen, spätestens seit Monster Hunter Stories hat er auch so ein bisschen diesen Pikachu-Charakter, finde ich. Das so das totale Flagship-Monster überhaupt für Monster Hunter. Ja. Ist er nicht auch auf der europäischen Verpackung drauf? Vom was? Von Monster Hunter World? Oh, nee, das, oder? Ich weiß es nicht. Doch, dann ja, ist er. Ich weiß, eine Version hat Rathalos und die andere hat einen Gigant, aber ich weiß gar nicht mehr, welche. Also entweder die japanische hat einen von denen oder die deutsche, also europäische. Ha. Huh. Ich muss ja sagen, seit Monster Hunter Stories ist Ratti mein bester Freund. Oh, bin umgeworfen. Das sieht gerade echt so mega einfach aus, aber ich kann mir vorstellen, dass der gleich noch richtig austickt. Oh, der geht noch mega ab. Keine Sorge. Ja, ich habe mir auch schon relativ weit gestern gemacht in meiner Beta-Folge. Also gestern in dem Video, was ich am Freitag aufgenommen habe. Geht der jetzt weiter? Dann sind wir gut unterwegs von der Zeit her. Ja, okay. Sind sehr gut von der Zeit unterwegs. Können gerne so weitergehen. Er hüpft einfach so niedlich durch die Welt. Das ist einfach, weil die Moral jetzt bei Mu und mir so mega gepusht ist durch den Anja-Nazi-Sieg. Dämonenpulver und Härtepulver kann der nächste von euch einsetzen, jetzt gleich, wenn wir bei ihm sind. Okay, dann mache ich es als letzter. So, Dämonenpulver haben wir und Härtehülsen auch. Perfekt. Boah, ich liebe es, wenn die Umgebung hier so kaputt geht. Das ist so genau wie der Damm bricht bei Rathalos. Auch wenn man sich daran schnell satt sieht, weil das irgendwie bei jedem Try nach 2 Minuten schon passiert. Ich habe ja den Booster wieder aufgestellt, falls ihr dann zwischendurch Heilung braucht. Achso. Ja, jetzt habe ich gerade selbst geheilt. Naja, aber nee, jetzt selber heilen geht ja schneller. Bricht nichts gegen. Ich muss gleich mal auf alle Fälle wetzen. Oh ja, du sagst. Ich habe auch das Gefühl, dass man in diesem Teil zumindest dass man in diesem Teil es auch wirklich merkt, wenn man auf Gelb ist. Also nicht nur, dass man halt nicht durchkommt, so wie früher, und dass man halt auch wirklich partiell weniger Schaden macht. Habe ich das Gefühl, weiß nicht, ob es so ist. Noch könnte hinkommen. Kann ich bitte mich heilen? Ah, ich habe ihn noch getroffen, voll gut. Irgendwie steht er gerade in mir drin. Oh, ich habe ihn umgeworfen, voll gut. Aber zumindest erst versucht. Er hat wenigstens ein bisschen getaumelt. Okay, ich muss gerade mal wechseln gehen, ansonsten wird das bei mir nichts mehr. Aber das Flagship-Monster ist ja dann der Nergigante oder dieses komische Puschel-Monster. Nee, der Nergigante. Ja. Wow. Oh, muss aufpassen.
Ja. Ah, jetzt hat's mich. Sorry, Leute. Kein Ding. Also das passiert immer bei dem Kampf mit ihm. Oh, man spawnt ja recht nah an ihm dran. Sehr geil. Ja, hier sind echt viele Camps auf der Map. Nur hoffentlich jetzt in die richtige Richtung gehe, nicht, dass ich mich erstmal jetzt hier noch fett verlaufe. Ja. Oh Gott. Wenn ich kann mich doch nicht alleine lassen. Ju, hau ihn um. Immer um. An der Stelle hatte ich ihn nämlich, als ich ihn solo probiert habe, und da war es dann auch für mich zu Ende. Also soweit habe ich ihn noch bekommen. Ich glaube, er hat auch schon so ein bisschen gehumpelt. Nee, also ich hatte ihn noch eine Area weiter. Ah, okay. Ja, der geht immer näher zu seinem Nest, umso weiter man ist. Eigentlich ganz cool. Ah! Oh Gott, oh. Ich töte mich nicht. Gibt sich die größte Mühe. Kann ich kurz mal unter ihm rauskommen? Ah, danke. Ah, hab ihn gemountet. Sehr gut. Das wollte ich gerade noch machen. Ich bin da ganz, ganz wunschlos. Hauptsache, irgendwer mountet ihn. Nee, ich versuche ihn immer so viel wie möglich zu machen, damit er einfach ein bisschen mehr Ruhe gibt. So, jetzt kommt der aufgeladene Schlag. Und er fällt um. Und er ist gelähmt durch den Hammer. Perfekt. Ist doch so schwer, von dem seine Hörner zu brechen. Das glaube ich nicht. Ah, okay, er geht weiter, ja. Sehr gut. Ja, er geht links. Manchmal geht er auch rechts. Kannst du doch das Dämonenpulver gleich einsetzen, wenn du willst, Juga? Jo. Harthülsenpulver haben wir noch. So, ich setz einen jetzt. Sehr schön. Wow. Oh, wir haben eines seiner Hörner gebrochen. Ah, das war dann mein Vorangriff gerade, nice. Aua. Oh. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh, oh Gott, Hilfe. Ich hab nochmal. Oh, fuck. Hätte ich angeguckt. Und ich hatte noch das Lebenspulver geworfen. Der Angriff zieht 3/4 ab, also. Okay. Muss voll sein, damit man den überlebt. Aber ich wollte helfen. Oh, Maxi-Trank. Der könnte mir jetzt echt in der Sekunde gut helfen. Ja, ich komme da ganz gemütlich mal wieder an. Ob wir ihn jetzt überhaupt schaffen werden? Denk nicht. Also, aber wir schaffen ihn hundertprozentig, meine ich natürlich. So will ich das hören. Ah, shit. Okay. Jetzt naja, aber wir haben ja nur noch so 2 Minuten oder so. Ich glaube auch nicht. Aber ich finde, wir sind auf jeden Fall gut weit, weit gekommen. Wenn wir ihn bis zum Humpeln kriegen, ist doch schon mal gut. Wow. Muss ich auch mit dazu sagen, der ist ja auch nicht so konzipiert, dass man ihn so einfach töten kann. Nee, der soll ja schwerer als im Hauptspiel jetzt so hier sein sogar. Das habe ich auf Reddit auch gelesen, ja. Und diese blöden Stacheln, ne, die berühren dich nur einmal kurz und dann bist du eigentlich auch schon gleich tot. Ja.
Einen Schutzmantel könnt ihr noch anziehen, wenn ihr wollt. Wenn ihr noch habt. Stimmt, naja. Wird man nicht so sehr durch die Gegend geworfen von jedem Angriff von ihm. Meine Güte, war das gerade krass. Boah. Das war der Flugangriff. Also alleine diese Animation ist einfach so geil. Und da humpelt er. Oh ne, er humpelt nicht. Nee, er hüpft nur weg. Ja, das ist einfach eine, keine Ahnung, 4 Spieler ist glaube ich hier im ehesten angebracht. Ja, und dann vor allem auch 4 Spieler, die wissen, was sie tun. Und nicht nur einer, der weiß, was er tut. Und 2, die ihr Bestes geben. Ich finde es schön, dass jetzt hier auch gerade noch der Tag zur Neige richtet, keine Ahnung, was ich sagen will. Dass hier einfach gerade die Dämmerung eintritt. Ein bisschen. Haben noch 25 Sekunden. Ja, da kommen hier 25 Sekunden. Alter, der stirbt. Der ersäuft jetzt einfach. Wir drücken ihm im Kopf unter Wasser und sagen, was hast du jetzt davon? Komm, Barod, Yuria Todos, kommt alle ran. Okay, das war's. Oh, fast hätten wir ihn gehabt. Ganz knapp. Ja, aber schön, war ein wunderschöner Kampf gewesen. Ja, das war sehr lustig. Ja, Spaß gemacht hat. Wir haben Horn kaputt gekriegt. Das ist also gut. Finde ich schon. Okay, toll. Ja. Quest verfehlt. Oh, aber gut. Haben wir schon probiert. Ja. Und das alles, was zählt. Gut, ja, dann nochmal vielen Dank, lieber Sombe, dass du uns geholfen hast. Sehr gerne. Wie machen wir jetzt eigentlich weiter? Ich sag mal ganz ehrlich, das wird ja jetzt da nicht leichter mit Diablos und Rathalos. Ich glaube, wir machen noch ich vergesse ständig seinen Namen, dieser komische Vogel und dann noch der Yuria Todos. Bitte? Kuluyaku heißt genau, der. Genau, Kuluyaku. Den können wir noch machen. Der ist super easy. Da ist er auch cool, wie er sich auf der Map bewegt. Und dann halt noch der Yuria Todos. Dann haben wir machen wir noch die beiden. Und dann, keine Ahnung, falls wir spontan morgen nochmal Bock haben und 4 Leute finden, dann können wir Rathalos nochmal angehen und dann haben wir es. Genau. Okay, dann, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.